bist gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. Da. Sie schläft. Muss es so was Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt. Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen. Weil sie es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern. Du bist einfach paranoid. Vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Ich mache uns Essen. Alles gut, Rose. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich versteh's ja. Hast du was gesagt? Nichts. Ich bring sie ins Bett. Ich hab's ja gesagt. Dieses Buch ist noch nichts für dich. Wir müssen hier gründlich sauber machen, bevor Rose anfängt zu laufen. Was da, meine Kleine? Ich wünschte, es könnte immer so bleiben. Oh, hallo, kleine Rose. Darf deine Mama nicht warten lassen. Wütend ist sie zum Fürchten. Da wären wir, Süße. Keine Sorge. Ich bin ganz in der Nähe. Papa lässt nicht zu, dass die bösen Monster dir was tun.